Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass wir unten ganz schön Probleme haben, haben deswegen eine Trainingssession mit einem Part eingesetzt und ja, schlagen uns jetzt durch die Tiefen Banoras. Lebensstrom ist hier aus der Erde getreten, kristallisiert. Ja. Habt ihr keinen Gegner? Ich bin davon ausgegangen, dass da jetzt auch ein Gegner kommt, aber anscheinend nicht. Na gut. Dann quatschen wir hier nochmal. Sabbat Materia. Eine weitere Göttin in Materia anscheinend. Ich glaube, ich weiß, was Phase ist. Oder? Kann das? Könnte sein, dass ich die Materie unten einsetzen muss, alle. Und erst dann kann ich hier mit den ganzen Lichtern sprechen, weil mir haben jetzt noch einige gefehlt. Und ich kann nicht mit allen Dinger hier reden. Na gut, schauen wir mal. Es gibt ja immer noch zwei Wege, prinzipiell, die ich jetzt gehen kann. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal den Weg, den ich am Anfang nicht gehen wollte, in dieses Gefängnisding rein. Ganz toll, sehe ich Gott. Mann, Mann, Mann. Gegen ihn musste ich auch noch zweimal kämpfen wieder. In Hojos Missionen hat das vielleicht zweimal auf mich angesetzt. Mann, 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 war das ein Stress. So, schauen wir doch mal. Da ist auf jeden Fall was drin, also öffnen wir das Ding. So. Was haben wir denn hier? Rauben. Die will ich sogar benutzen eigentlich. Solange ich jetzt eh nicht wieder zu den Typen gehe, gehe ich mal rauben. Activating combat mode. Bring it on. Sag mal her, hier. Eine Krone gestohlen. Und einen Stirnreif gestohlen. Oh, jetzt. Und vor allem, was ich nämlich glaube damit, eine Schlagmateria ist. So, da ist ein Loch drin, ne? Da will ich auch noch hin. Das sollte ich mir merken. Oder? Kann man mit dem Loch was machen? Ja, man kann durchgehen. Komme ich dann raus? Da unten. Okay, ist also eine Art Abkürzung dann. Gut zu wissen. Mit dieser Schlagmateria, weil es die erste ist, die wirklich eine Schlagmateria ist im Endeffekt, die ich habe, glaube ich, könnte ich damit, oh, hi. Lovelace Act 2, dem Gefangenen gelingt die Flucht, doch wird er schwer verletzt. Eine Frau aus Feindesreihen ist, die unverhofft ihn pflegt und schätzt. In trauter Abgeschiedenheit beginnt ein neues Leben, ihr Glück scheint ewig immer fort, wonach noch soll er streben. Doch wie die selige Zeit verstreicht, ein alter Schwur in Reue heißt. So, hier können wir nochmal speichern. Und schauen wir nochmal, ob ich den Behemoth da oben rauslassen kann. Ich brauche einen Schlüssel, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Steht da was dran? Ja. Ist das an die Wand geschrieben? Ich hatte mich freiwillig als Versuchsperson gemeldet. Behandlung als Soldatkämpfer hatte mir einfach nicht gereicht. Ich musste stärker werden. Doch was ist aus mir geworden? Stärker als ein Soldatkämpfer? Ha, ich bin schwächer als ein dämlicher Infanterist. Gib mir mein altes Selbst zurück. Oh Gott. Noch mehr
Versuchsobjekte. Kann ich jetzt noch was machen? Activating Combat Mode. Ich sehe gerade keinen Weg mehr, wo ich noch hin kann. Ich bin noch da. Dann geh mal bitte. Dann würde ich mir hier ein bisschen Heilung verschaffen. Da war ja nichts weiter drin. Ach, komm schon. Und bam. Puh, okay. Dann schaue ich nochmal hier rein, ob es denn hier nichts gab. Nein, gab es nicht. Okay. Wohin also dann? Das ist die Frage. Activating Combat Mode. Viele Möglichkeiten habe ich gerade nicht mehr. Later. Okay, dann probiere ich es nochmal da unten. Ich habe jetzt noch ein paar Materia gesammelt, Göttin Materia. Vielleicht habe ich ja jetzt schon genug. Dann kann ich nämlich da unten das Siegel aufbrechen. Und dann kann ich wahrscheinlich auch gegen die anderen komischen Monster da kämpfen. In dieser Quelle. Schauen wir also mal. An die Stelle im Spiel kann ich mich halt echt fast gar nicht mehr erinnern, was man wie genau machen musste. Mal schauen wir mal. Drei Götter in Materie eingesetzt, jawohl. Oh, hi. Einer von euch Kollegen. Na gut. Siehst du nicht gerade aus wie eine Göttin? Aber gut. Au. Macht ganz gut Schaden, Junge. Das mache ich auch gut Schaden. Ah, verdammt. Ich darf nicht so früh abhauen. Zum Klauenangriff. So. Die anderen auch. Einmal schlagen und zur Seite ausweichen. Die Blitzgar. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Ich hatte ja noch den einen Shop, den wollte ich noch zeigen. Im Endeffekt wieder ein Gutheiß-Shop mit lauter Materia, Höllenfeuer, Höllenblitziger und lauter so ein Zeug. Krallengriff, okay. Au. Okay, das war weniger Schaden als erwartet. Der Angriff ist der schlimmste. Kann ich nochmal komplett. Jawohl, ja. Jetzt kommt Schaden. Oh yes, er wehrt sich nicht mehr. Jetzt kannst du bitte mal schnell drauf gehen. Yeses. Gut. Das hat doch geklappt. Dinger mutieren immer weiter, ne?
Krass. So. Dann. Licht des Verderbens. Nee. Okay, damit kann ich anscheinend jetzt wirklich zum Entscheidungskampf gehen. Wo ist dann der ganze andere Rest da? What? Also ich verstehe jetzt nicht. Ich hätte schon gedacht, dass das andere alles machen muss, aber anscheinend nicht. Anscheinend nur die Göttin-Materie einsammeln, dann kann man direkt zu Genesis. Ich möchte natürlich aber schon das ganz andere Zeug auch machen. Deswegen heißt das jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir die Dinger ja eingelegt. Das heißt, jetzt könnten wir wahrscheinlich gegen diese anderen Dinger kämpfen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Also schauen wir mal. See des Vergessens. So, kurz wieder Bann reinhauen. Statt dem Wegfliegen. Denn das funktioniert ja eh nicht gegen die Dinger. So. Dann komm mal her hier. Aha, jetzt funktioniert das nämlich. Gut. Einmal Ball. Dann einmal Bann. Ich habe einfach mal verfehlt, okay. Scheint hat er nichts wirklich, aber wir machen jetzt definitiv mehr Schaden als vorhin. So hat der jetzt nicht mal keine Barriere drin oder ähnliches. Er hat auch keine Radix, wie es aussieht. Gut. Freut mich. Schauen wir jetzt auch mal zu, dass wir ihn hier ordentlich bearbeiten. Oh yes. Einfach mal so kritisch. Nur noch 9.999 Schaden, ey. Sehr gut. Und viel schneller können wir ihn gerade gar nicht besiegen. Außer wenn jetzt nochmal ein Heal kommen würde. Während den kritischen. Und dann würde jeder einzelne Schlag von ihm auch 9.999 machen. Und das wäre geil. Okay, das ging fix. So. Gut. Damit haben wir den auch erledigt. Jetzt kommst noch du. Activating Combat Mode. So, du hast aber Sachen. Aber das kann ich anscheinend nicht mit dem Bann aufgeben. Schade. Ich hätte schon gehofft, dass das geht. Ah, Aerith. Möchtest du uns unser Leben wieder zurückgeben? Ja, möchtest du. Sehr schön. Leider nicht allzu viel MP geheilt, aber okay. Probier's kurz nochmal mit Bann. Scheint nicht zu funktionieren. Gut. Dann müssen wir gegen ihn halt so kämpfen. Aber immerhin möchte Angel uns nochmal retten. Oder uns helfen. Das dürfte dann umso mehr Schaden machen jetzt. Prove your honor to me. I got it. Oh yeah. So, und damit haben wir uns einiges an Angriffen schon mal abgenommen. Das dürfte jetzt nicht mehr ganz so lange dauern. Im optimalsten Fall kommt noch mal was. Hm.
nein! Oh Gott. Okay, da war Menwald, glaube ich, gerade weg. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da oben bin bei dem Ding und es besiegt habe. Denn das dauert mir sonst zu lang. Bis gleich. So, da haben wir ihn auch. Meine Güte. War das anstrengend. So, und jetzt macht sich hier nämlich ein Weg auf. Okay. Die Frage ist, wo führt der hin? So, zudem möchte ich jetzt hier den Sturmangriff wieder wegmachen. Den habe ich nämlich reingesetzt. Damit er nicht ganz so nervig wird. Ich habe dann mal ein Heal bekommen. Leider habe ich ihn nicht bekommen. Aber okay. So. Dann wollen wir noch mal schauen, was da drin ist. Wieder so ein Zeichen der Göttin. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay. Dann kommen wir jetzt von hier aus wahrscheinlich weiter rein in das Ding hier. Das ist ja anscheinend nur noch ein Ort, um Items zu sammeln. Und zu trainieren am Ende. Auch ein Schlüssel. Ich hab doch aber keinen Schlüssel, das ist das Problem. Dämonenband gestohlen, okay. Ich hätte einen Basisschlüssel. Aha, und Sakralschlüssel. Okay. Also muss ich anscheinend einfach nur die Gegner hier besiegen, damit sich die Türen für mich öffnen. Ah, du. Das ist zum Beispiel einer der Gegner, die einem ganz schön auf den Sack gehen. Wofür ich gerne eigentlich diese eine Materie hätte, die ich angesprochen habe, die Eisenfaust. Weil die wirkt wahre Wunder gegen diese Dinger. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil es die Verteidigung ignoriert. Die haben einen riesigen Verteidigungswert. Und ja, deswegen ist da das Ding verdammt gut. Die Eisenfaust. Na gut. Zum Glück ist der Sturmangriff auch stark genug. Man sieht, die haben nicht so viel HP. Denn das hat schon gereicht. Solarschlüssel, okay. So, machen wir die Tür auch mal auf. Auch wenn ich da nicht wirklich was drin sehe. Einfach mal alles aufmachen. Ach, komm schon. So, ist mir jetzt egal. Danke. Activating Combat Mode. Ach Gott. Ein Seelenstein, okay. Und nochmal ein Ziel. Jawohl, ja. Leider ist die falsche Materia gelevelt. Eigentlich schon voll war. Mal sehen, ob das Ding überlebt. Hat auf jeden Fall, wie man sieht, schon mehr HP als der andere Teil. Aber das war doch schon sehr viel, ja. War jetzt nicht anders zu erwarten. So, dann einmal hier. So, Elixier, okay. Nehme ich natürlich gerne das Elixier. Oh, yes. Der hat gesessen. Ich klopfe mal jetzt einfach mal so weg. Na, so viel haltet ihr wirklich nicht aus. Okay. Kein Problem. So. Activating Combat Mode. Ja. Yes. Beide erwischt. So läuft das doch. Ich weiß jetzt, wofür brauche ich den Seelstein? Ist das eine
Fusionsdingens. Schauen wir mal. Seelenstein, Seelenstein. Ja, tatsächlich. 3 für Psi plus 1. Cool. Da wollte ich auch nicht hin. Hier beim Einkaufen, das wollte ich endlich mal zeigen. Den Wutai Schwarzmarkt. Seismos, ein Erdbeben. Höllenfeuer, Blitzgar, Subvita, Klinge, Stark Subvita. Aero Subvita. Elementarschütze und Blitzgar Klingen. Oder Gar Klingen im Generellen. So. Auf jeden Fall interessant. Muss ich mal schauen. Ob ich dazu noch wirklich komme, da großartig Materia zu trainieren. Oder nicht. Prinzipiell, wie gesagt, hätte ich gerne eine Substanz vor allem. Bei der ich aber momentan nicht sicher bin, wie ich sie denn bekomme im Endeffekt. Ich hoffe, ich finde es raus, aber ich bin mir nicht sicher. So, ein Giel nochmal. Jawoll. Also hier in Giel, der Sturmangriff ist sowieso eine der Materien, die ich mal gerne am meisten mitbenutzt habe. Weil der Angriff von den Giel meiner Meinung nach mit am nützlichsten ist. So, der Verkaltschlüssel öffnet die Tür. Wunderbar. Ich will mal kurz was gucken. Rauben. Mit irgendwas wird auch zu rauben. Rauben mit einer Wirbelattacke Plus wird auch zu einer Wirbelattacke Plus. Almosen will ich auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich mir so eine Eisenfaust machen kann. Ich hoffe, dass ich es bald herausfinde. Da ist wieder ein Loch in der Wand. Aber da komme ich auch nur von der anderen Seite rein. Da haben wir aber auch ein Loch in der Wand. Schauen wir mal, ob wir das aufmachen können und wo wir da rauskommen. Also da gehen wir rein, okay. Okay, das war genau auf der anderen Seite. Alles klar, Bandklinge. Das hört sich interessant an. Wo ich sie jemals benutze, ist die andere Sache. Hey, hi. Das kann ich vermutlich nicht einfach wegfeuern. Und immer so einen auf die Mütze geben. Au. Der tat weh. So, ich probier's einfach mal. Okay, scheinbar nicht. Okay. So, Zong. Du hilfst mir nochmal. Und du wolltest sogar meine Materie aufleveln, aber es war wieder die falsche. Is this the end? I'm trying. I'm trying. So, den Raum schaue ich mir jetzt noch fertig an. Dann war's das aber auch schon wieder. Ich verziehe jetzt zum Ende hin nochmal ein paar Mal, aber das ist vollkommen in Ordnung. Immerhin sind wir kurz vor dem Ende. Sie haben mich als Wächter eingestellt. Doch das war alles nur Fassade. Ich hatte den Job wegen des guten Gehalts angenommen. Doch vermutlich hatten sie von Anfang an vor, mich als Versuchsperson zu missbrauchen. Nicht nett. Bin ich hier? Da drüben? Okay. Bringt mir also gerade nichts. Komm schon. Ich möchte gerade nicht gegen euch kämpfen. Tut mir leid. Aber ein Giel möchte es anscheinend. Na gut, wenn ein Giel gegen euch kämpfen möchte. War natürlich jetzt trotzdem nicht so viel Schaden. So, sehr gut.
Da drüben haben wir nochmal eine Tür zum Aufmachen. Ah, da scheint auch nichts drin zu sein. Es sei denn, man sieht es einfach nur aus dem Blickwinkel nicht. Aber nein, da ist nichts. Okay, dann sind wir einmal drum herum gegangen. Und als nächstes heißt es durch diese Tür. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!